Hochverehrte Festversammlung, liebe Freunde, liebe Gäste, zunächst einmal möchte ich Dank sagen. Europa hat, das hat ein großer Geist einmal gesagt, zwei Muttersprachen. Die eine Muttersprache ist die Musik. Und deshalb danke ich zuerst unserer großartigen Pianistin. Die andere Muttersprache Europas ist der Dialog. Und deshalb danke ich dir, lieber Marian Schweder, für die jahrzehntelange Freundschaft, mit der wir schon im Untergrund gegen die Kommunisten, und du hast an unseren großartigen Rudolf Kutscherer, einen meiner engsten, nicht nur politischen, sondern auch persönlichen Freunde erinnert, mit dem wir schon im Untergrund begonnen haben, diesen Dialog im Herzen Europas voranzutreiben und dieses Herz Europas zwischen Bayern und Böhmen, zwischen Deutschland und Mitteleuropa wiederherzustellen und zum Motor der europäischen Einigung zu machen. Marian, ich danke dir von Herzen für Jahrzehnte der Freundschaft und der tschechischen Pan-Europa-Union für ihre Mitwirkung an dieser eindrucksvollen Begegnung und Veranstaltung. Danken möchte ich aber auch unseren beiden politischen Rednern. Und ich möchte in Anknüpfung an das, was die beiden gesagt haben, zwei große Europäer zitieren. Der eine war ein christlich-sozialer, wie du, lieber Florian Herrmann, oder wie meine Wenigkeit. Der andere war ein Sozialdemokrat, wie unser Freund Rindersbacher. Und ich glaube, dass beide heute Abend unbedingt gehört werden müssen. Der christlich-soziale war Franz Josef Strauß. Und ich habe ein Zitat von Franz Josef Strauß aus dem Jahr 1968 meinem neuen Buch vorangestellt. Dieser Spruch lautet: Wenn wir weiterhin und auch in Zukunft Deutsche, Italiener, Franzosen, Engländer oder was auch immer bleiben wollen, müssen wir rechtzeitig und umfassend Europäer werden. Also Europa nicht als Gegensatz zur nationalen und regionalen Vielfalt, sondern als gemeinsames schützendes Dach der europäischen Vielfalt und Begegnung gegen all jene, die dieses Europa in seiner Vielfalt und in seiner Gemeinsamkeit bedrohen. Und liebe Freunde, von denen haben wir derzeit mehr als genug. Wir kennen aus dem Alten Testament die Unglückspropheten. Die Unglückspropheten hat Gott zu den Menschen geschickt, als die Menschen ins Verderben, in die falsche Richtung gerannt sind, und er hat sie zur Umkehr aufgefordert. Es gibt auch heute Unglückspropheten, aber die reden nicht mehr, sie twittern höchstens oder sie zeigen ein erschreckendes Gesicht. Einer dieser Unglückspropheten ist der unselige Herr Trump in den USA. Ein Mann, der in der internationalen Fachwelt etwas ausgelöst hat, was man nach einem Stadtteil von München das Trudering-Syndrom nennt. Was ist das Trudering-Syndrom? Wir alle sagen seit Jahrzehnten, dass wir Europäer nicht länger von anderen abhängig sein dürfen und unser Schicksal endlich in die eigenen Hände nehmen müssen. Das hat die Menschen mittlerweile schon gelangweilt und passiert ist gar nichts. Und vor knapp 2 Jahren sprach Angela Merkel in einem Bierzelt in Trudering. Und sie hat ganz nüchtern, wie es ihre Art ist, diesen Satz, den alle schon millionenfach irgendwo gehört hatten oder tausendfach oder hundertfach, den hat sie noch einmal wiederholt. Aber weil es bereits
nach dem Erscheinen des Unglückspropheten Trump war, standen in diesem Truderinger Bierzelt plötzlich alle auf und haben applaudiert, als sie sagte, wir müssen unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Und der große Historikerkollege von Ihnen, Professor Judson, den auch viele von uns persönlich kennen, Timothy Garton Ash, hat das in die internationale Fachwelt eingeführt, das Trudering-Syndrom. Wir müssen endlich unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Ein weiterer solcher Unglückspropheten ist der unselige Herr Putin. Es wurde heute schon erwähnt, ich persönlich wurde durch Herrn Putin in besonderer Weise einmal ausgezeichnet und es gilt bis heute, denn ich bin der einzige Bürger Bayerns, der von Herrn Putin auf eine Liste von 88 Europäern gesetzt wurde, die nicht mehr in sein Imperium einreisen dürfen. Und ich bin auf diese Liste nicht gekommen, weil ich ein Feind Russlands wäre. Ich bin ein Freund Russlands. Ich habe mich für die Menschenrechte in Russland eingesetzt. Und ich muss einfach sagen, die Menschen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, Frau Estimirova, Frau Politkovskaya, Herr Boris Nemtsov und viele anderen, sie sind alle tot. Kein einziger von ihnen lebt noch. Sie wurden nachts in U-Bahn-Schächten, in Treppenhäusern erschossen und, oh Wunder, es wurde niemals ermittelt, wer sie getötet hat. Das ist die Nachbarschaft, mit der wir in diesem eurasischen Doppelkontinent zusammenarbeiten. Und meine lieben Freunde, deshalb unterstütze ich übrigens auch die Forderung unseres Paneuropa-Mitgliedes Manfred Weber nach einem Stopp der Ostsee-Pipeline und nach der Schaffung einer europäischen Energieunion, denn wir dürfen nicht noch abhängiger vom russischen Gas und Öl werden. Es gibt dann einen dritten im Bunde unter den Unglückspropheten. Über ihn hat Jean-Claude Juncker einmal den herrlichen Satz geprägt, das Einfachste an den chinesischen Diktatoren ist in der Regel ihr Name. Es handelt sich um den berühmten Herrn Xi oder Herrn Xi. Der stellvertretende Bundesvorsitzende unserer Paneuropa-Jugend, der heute leider nicht da sein kann, Johannes Volkmann, der übrigens der Enkel von Helmut Kohl ist. Johannes Volkmann hat fast ein Jahr in China studiert. Und er hat uns auf erschütternde Weise geschildert, wie China seine wirtschaftliche Dominanz und Effizienz erhöht, siehe neue Seidenstraße, aber anders als es im Ostblock der Fall war, wirtschaftliche Potenz nicht zugunsten der Freiheit erfolgt, sondern zu Lasten der Freiheit. Und es wird leider Gottes das Rad in China zurückgedreht. Der Herr Rindersbacher und ich setzen uns gemeinsam sehr intensiv für das Volk der Uiguren ein. Die haben in München ihr Zentrum. Wer weiß, dass 3 Millionen allein von diesem Volk der Uiguren in chinesischen Umerziehungslagern sitzen und chinesische Umerziehungslager sind keine Volkshochschulen. Wir haben in Indien im Moment einen Wahlkampf laufen, der für diese größte Demokratie der Welt, die wirtschaftlich sich unglaublich entwickelt und uns inzwischen Konkurrenz macht bei IT, bei Autoindustrie, bei vielen anderen Gebieten, Digitalisierung. Dieser Wahlkampf wird bestritten von einer fanatischen hindu-nationalistischen Partei, die dabei ist, Indien in einer fundamentalistischen Weise, die es dort bisher so nicht gab, gleichzuschalten. Wenn wir auf den Balkan blicken, nach Südosteuropa, hier sind viele Freunde aus dem Kosovo. Ein Paneuropäer aus dem Kosovo, Enver Hoxha,
der Vizepremier, hat mir einmal erzählt, dass bei ihm sein türkischer Amtskollege als Kulturminister, der er auch mal war, und als Schulminister zu Gast war und gesagt hat, wenn du den albanischen Freiheitshelden aus dem Mittelalter, Skanderbeg, genauso wie die andere große Albanerin, Mutter Teresa, aus den Geschichtsbüchern streichst oder ihn zum Verräter erklärst, dann bekommst du gewaltige wirtschaftliche Investitionen. Wir erleben eine neo-osmanische Politik und eine neo-zaristische Politik, die beide versuchen, den Balkan aufzudröseln. Und deshalb, lieber Florian Herrmann, danke ich dir von Herzen, dass du hier einen Arbeitsschwerpunkt setzt und dass du jetzt mit unserem Ministerpräsidenten in Südosteuropa unterwegs war. Bayern ist dort ein ganz zentraler Faktor und muss es in Zukunft noch viel mehr werden. Und wenn wir dann nach Brasilien blicken, eine Schwellenmacht, dort ist ein Mann Präsident geworden, der im 21. Jahrhundert Wahlen damit gewonnen hat, dass er erklärt hat, er wird die Folter wieder einführen. Das ist die Welt, in der wir leben. Da kommt dazu der schiitische Nationalismus, der sunnitische Nationalismus und Fundamentalismus und Islamismus, der sich gegen uns richtet, aber auch gegeneinander. Da kommt die Herausforderung Afrika. Am Montag war Gerd Müller, einer unserer besten Minister, bei mir in München zu Gast. An einem Montag früh um 10 kamen im Parkcafé 150 Leute, um mit Gerd Müller und mir über die Idee eines Marshallplanes für Afrika zu diskutieren. Afrika, ein Schlüsselkontinent, auch für die Zukunft Europas. Und wissen Sie, das alles können wir Europäer nur gemeinsam anpacken und bewältigen. Und deshalb ist so wichtig, das zweite Zitat von einem Sozialdemokraten, einem belgischen Sozialdemokraten, ich habe Franz Josef Strauß zitiert, mit dieser Idee eines starken, geeinten, vielfältigen Europa. Und der Sozialdemokrat, das war Paul-Henri Spaak in Belgien, Spaak hat folgenden Satz geprägt. Er hat gesagt, es gibt in Europa zwei Arten von Staaten. Kleine Staaten und Staaten, die noch nicht wissen, dass sie kleine Staaten sind. Und genau das ist die Situation, in der wir heute leben. Es gibt Staaten, die wollen dieses Europa zersprengen und zersplittern und merken nicht, dass sie Kleinststaaten sind, auch wenn sie Großbritannien heißen. Und dazu fällt mir ein Beispiel aus München ein, so wie das Trudering-Syndrom. Sie wissen, dass München die Welthauptstadt der Dackel ist. Es gibt in München mehr Dackel pro Kopf als irgendwo anders auf der Welt. Was ist ein Dackel? Das ist tierpsychologisch nachgewiesen. Ein Dackel ist ein kleiner Hund, der sich für einen Wolf hält. Das ist ein Dackel. Deshalb geht ein Dackel immer auf die Dogge los, weil er nicht weiß, wie klein er ist. Er glaubt, er ist so groß und vielleicht noch stärker und schöner als die Dogge. Und daran erinnern mich unsere Renationalisierer. Wir haben ja nicht nur mit Nationalisten zu kämpfen, sondern auch mit Renationalisierern. Die wollen uns alle wieder zu Dackeln machen. Und für mich ist das frappanteste Beispiel der britische Verteidigungsminister, der gestern zurückgetreten ist. Der hat nämlich vor einigen Wochen erklärt, nach dem Brexit wird sein Land wieder eine Weltmacht sein. Und deshalb ist er jetzt dabei, überall in Asien günstige Flottenstützpunkte für die britische Flotte zu suchen. Ich dachte, der Mann muss mindestens 120 sein und bis da oben voll mit altem Whisky. Anlässlich seines Rücktritts gestern, der andere Gründe hat, habe ich ein Foto von dem gesehen. Der ist erst 22. Ja? Daran sehen Sie, Jugend schützt vor Torheit nicht. Es ist leider Gottes wirklich ein enormes Problem, dass wir mit solchen Pseudopolitikern, mit solchen Scheinpolitikern zu tun haben, die Souveränität predigen. Europa ist nicht Verzicht auf Souveränität. Die europäische Einigung ist die einzige Möglichkeit,
die Souveränität, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Washington, nach Moskau und anderswohin abgewandert ist und die auch heute noch immer wieder abwandert nach Peking und sonst wo, in die eigenen europäischen Hände zurückzuholen, indem wir sie gemeinsam ausüben. Und genau damit sind wir jetzt bei Ihnen, sehr verehrter Professor Tschatzen. Ich bin Ihnen unendlich dankbar für Ihren eindrucksvollen Vortrag. Denn es war ein großer Irrtum der Nationalisten des 19. Jahrhunderts, die heute wieder ihr Haupt erheben in noch viel schlimmerer Form und die europäische Einigung gefährden, dass sie für sich Souveränität in Anspruch genommen haben. Dabei war es das Gegenteil. Souveränität in Mitteleuropa, in der Donaumonarchie, gegeneinander in Anspruch genommen, von einem Volk gegen das andere in Anspruch genommen, hat zur Zerstörung der Monarchie geführt. Abgesehen davon auch die aktive Zerschlagung durch Siegermächte. Und, was ganz wichtig ist, in Europa haben wir genau dieses selbe Phänomen. Souveränität gegeneinander in Anspruch genommen, ist für die Vielfalt der mitteleuropäischen und auch der europäischen Völker tödlich. Und wer das besonders klar gesehen hat, war der letzte Kaiser der Donaumonarchie, nämlich Kaiser Karl. Kaiser Karl hatte die Idee, die ist jetzt über 100 Jahre alt, eines Nationalitätenbundesstaates, in dem die Völker die Souveränität nicht gegeneinander, sondern miteinander ausführen, in supranationalen demokratischen Institutionen, über die der Kaiser, der übrigens gesagt hat, es ist mir egal, ob die Einzelstaaten, Republiken oder Monarchien sind, nur noch so eine Art Ehrenpräsidentschaft, Ehrenprimat ausüben wollte, um diese verschiedenen Nationalitäten zu integrieren. Und er hat schon damals gesagt, wenn die Nationen die Souveränität gegeneinander ausüben und dieses Kleineuropa zerschlagen, dann wird ein Vakuum entstehen und in dieses Vakuum werden zuerst die Deutschen und dann die Russen eindringen. Und das ist genau geschehen durch den Nationalsozialismus und durch den Kommunismus. Und faszinierend ist, dass dieser Monarch im Exil, der Vater unseres Otto von Habsburg, den viele hier noch gekannt haben als internationalen Präsidenten der Paneuropa-Union, dass dieser Kaiser Karl im Jahr 1922 gestorben ist. Und genau in diesem Jahr 1922 hat ein Mann in Böhmen und Wien die Idee aufgegriffen, unser Gründer, Paneuropa-Gründer Richard Graf Kutnowi-Kalergi, und hat diese Idee auf den ganzen Kontinent ausgedehnt, nicht nur auf Mitteleuropa. Und er hat gesagt, wir brauchen ein geeintes Europa, in dem die Völker ihre Souveränität gemeinsam ausüben. Und dieses Europa zu schaffen, ist unser historischer Auftrag. Wenn wir es nicht schaffen, das wurde vorhin von dir, Florian Herrmann, auch gesagt, die 7% Europäer, die wir heute Anteil an der Weltbevölkerung sind, zu einer großen, übernationalen, demokratischen Gemeinschaft zusammenzuführen. Das ist der Kern der Paneuropa-Idee. Dann werden wir spätestens Ende des Jahrhunderts mit nur noch 3% Europäern verschwunden sein. Und mit uns unsere Kultur, unsere Zivilisation, unser europäisches Lebensmodell, unser European Way of Life, wie das der große Paneuropäer aus Österreich, der frühere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, genannt hat. Und wir erleben im Moment, wie man uns versucht auseinanderzunehmen. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Linksextremisten und Rechtsextremisten, wer hätte das je gedacht, bilden in Griechenland und in Italien derzeit Koalitionen.
Das ist so, wie wenn in Deutschland die Frau Wagenknecht und der Herr Gauland zusammen eine Regierung bilden würden. Ein solches Gruselkabinett haben wir Gott sei Dank noch nicht. Aber in Frankreich hätte es beinahe, lieber Alain, eine Stichwahl gegeben zwischen Pest und Cholera, zwischen Skylla und Charybdis, zwischen Teufel und Belzebub. Nämlich zwischen der Nationalsozialistin Marine Le Pen und dem Kommunisten Mélenchon. Beide von Moskau gesponsert, beide nationalistisch. Denn warum sponsert man, das ist nachgewiesen, von Seiten des Kreml gleichermaßen Linksextremisten und Rechtsextremisten? Sie müssen nur eine Voraussetzung erfüllen. Sie müssen Nationalisten sein und dieses Europa zerstören wollen. Und diese Nationalisten sind im Moment an allen Ecken und Enden dabei, unseren Kontinent anzuzünden. Und ich bin dem Vorsitzenden der Europäischen Bischofskonferenz, dem luxemburgischen Erzbischof Etterich, unendlich dankbar, dass er auf etwas hingewiesen hat, auf was wir Paneuropäer relativ einsam seit Jahren hinweisen. Dass ein amerikanischer Antieuropäer namens Bannon und ein russischer Antieuropäer namens Dugin, der Präsident der von Putin geförderten eurasischen Bewegung, aus dem der Großteil des Mitarbeiterstabes der AfD im Deutschen Bundestag stammt, dass die gleichermaßen antieuropäische, nationalistische Elitekämpfer in Publizistik, Social Media und allen diesen Bereichen und Politik ausbilden. Natürlich ist das nicht die alleinige Erklärung für die aktuelle Krise. Aber es zeigt eine ganz konkrete, nüchterne Bedrohungslage. Und deshalb sage ich ganz klar, wir müssen diese Europawahl in 3 Wochen als eine einmalige Chance betrachten, dieses Europa zu stärken. Die Veranstaltungen sind voller, die Zeitungen sind aufgeschlossener denn je. Ich bin jetzt gefragt worden vom Bayerischen Rundfunk, wodurch sich dieser Europawahlkampf von den bisherigen unterscheidet. Und da habe ich 16 Minuten Zeit gehabt, Interview in Bayern 2 und ein paar Minuten in Bayern 5. Da kommt dann dafür die Endlosschleife den ganzen Samstag und ewig grüßt das Murmeltier. Also beide Interviews waren wirklich gute Gelegenheiten, unsere Argumente darzulegen. Aber dann hat der Interviewer in Bayern 2 nach dem 16-Minuten-Interview gesagt, hören Sie zu, jetzt versuchen Sie doch einmal, Ihre Argumente in einem einzigen Satz zusammenzufassen. Und den müssen wir bis zum 26. Mai allen Wählern in Deutschland, in Bayern und in Europa noch sagen. Am 26. Mai geht es nicht mehr um den Krümmungsradius der Kirche, es geht am 26. Mai um die Wurst. Und in diesem Sinne wollen wir kämpfen, werden wir kämpfen. Und so verstehe ich auch das Signal, das von diesen Paneuropa-Tagen ausgehen soll. Vielen herzlichen Dank an Bernd Possl für seine abschließenden Worte. Da kann ich euch gleich auch noch hier den Werbeblock einfügen. Es gibt draußen sein neues Buch Bernd Possl erzählt Europa zu erwerben im Tagungsbüro heute und morgen. Er ist auch gerne bereit, es dann zu signieren. Ich darf Sie herzlich bitten, falls Sie es noch nicht haben, das dann zu erwerben. Dank auch an alle Mitwirkenden des heutigen Abends für diese gelungene Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank und Ihnen für die aufmerksame und lange Teilnahme. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Bitte. Morgen
beginnen wir mit der Tagung hier wieder im Raum um 9.30 Uhr mit der evangelischen Morgenandacht. Ich bitte Sie recht zahlreich daran teilzunehmen. Sie wird gehalten von unserem sehr verbundenen evangelischen Pfarrer Dr. Wolfhard Schlichting. Also bitte morgen um 9.30 Uhr hier im Raum zu sein, und um 10.15 Uhr ist dann die öffentliche Kundgebung. Um 13 Uhr das Mittagessen hier als Buffet in den Vorräumen. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Um 16 Uhr, dann anschließend noch nachmittags das Diskussionsforum ab 14 Uhr. Und um 16 Uhr fahren wir mit den Bussen nach Regensburg. 17.30 Uhr der Festgottesdienst in St. Cassian und anschließend die Schifffahrt auf der Donau vom Anleger Abfahrt Nummer 5 bei der Eisernen Brücke. Da sind Sie dann auch sehr herzlich eingeladen zum Buffet auf dem Schiff. Heute gehen wir jetzt anschließend noch, wer Interesse hat, ins Gasthaus zum Bayerischen Löwen, aber das dann auf eigene Kosten. Danke vielmals nochmals für Ihre Teilnahme, für Ihr Kommen. Und zum Abschluss hören wir noch ein kurzes Musikstück. Vielen herzlichen Dank. Zum Schluss noch einmal Debussy. Hier sind wir in Italien. Die Hügel von Anna Capri heißt das Prälud. Debussy beschreibt das gleißende Sonnenlicht. Zu Anfang kann man das Kuhglockenläuten in der Ferne erahnen. Und er baut auch noch zwei sentimentale italienische Straßenlieder ein. Thank you.